und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Heaven. Das Ganze ist vor 3 Tagen rausgekommen, am 3. Dezember. Wir haben den 6. Dezember. Und ich habe dieses wunderbare Spiel, zumindest denke ich, dass es das ist. Es sieht zumindest unfassbar gut aus. Ich habe ein cooles Geschenk gekriegt von meinem Freund. Und ja, ich gucke jetzt einfach mal kurz hier in die Einstellungen. Sollte aber soweit alles in Ordnung sein. Ja, ich denke schon. Jetzt höchstens die Lautstärke einmal runterstellen. So. Wunderbar. Viel weiß ich eigentlich gar nicht über dieses Spiel. Ich habe es mir ja eigentlich eher, weil es sehr interessant war, auf die Wunschliste gepackt. Und ja. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Deswegen werde ich jetzt nicht lange rumreden, sondern wir beginnen gleich ein neues Spiel. Heaven ist kein schwieriges Spiel. Wir empfehlen, auf der normalen Schwierigkeitsstufe zu beginnen. Hättest du dennoch das Gefühl... Wir starten auf Standard. Ich bin ja sowieso ein Mensch, der immer Standard spielt. Meistens. Von daher passt das. Hoffe ich. What's that you got cooking? Apple dew stew with apple dews. Didn't we have that yesterday? Or the day before? No. Yesterday it was baked apple dew with apple dews. And the day before it was fried apple dews. With apple dews. I remember now. Sorry, I'm doing what I can to switch up our meals. But in my defense, we have a pretty limited set of ingredients. Hey, I wasn't complaining. I'm glad that you're doing the cooking. Otherwise, I'd be eating, I guess, apple juice. Oh, did you have a chance to look at the engine? Yeah. It does seem like it took some damage upon landing, but I should be able to fix that real quick. Awesome. Your butt's awesome. Say it again to my face. Leute, nehmt euch doch dafür ein Zimmer. Oh, with the lights off. Works for me. No. I didn't do that. We must have run out of flow. Weren't you supposed to charge up the Nest today? Excuse me if I was working on the engine. I can't do everything. No worries. I'll go get some more outside. If I'm lucky, I'll stumble upon something to spice up the apple dews. I'll come with you. Okay. Drücke, Charakter zu wechseln. Okay, cool. Ja, so kann man es auch machen. Warum kann ich mich nicht sofort bewegen? Leiten. Ah. Over there, a flow thread. Okay. Ah, so going on. Although it seems like one thread won't be enough.
No worries, we'll find others. Frag mich, wo man hier ist. Sieht cool aus. Ach. Apple juice again. Who knows how long we're gonna be stuck here. We might as well stock up. Okay. This is a pretty one. Das ist anscheinend die Nahrung, die sie hier die ganze Zeit zu sich nehmen. Ich verstehe. Gut, das hier müssen... Ups. Try again. Ja. Ich muss mich hier noch so ein bisschen einfinden. Yes. Just like that. How many more do you think we need? I don't know. 3? Maybe 4? Good thing there are plenty of flow threads around here. So. Hatte beim Gleiten jetzt hier gedrückt und. Hä? Also. Do you really think drifting is that useful? It's crucial. It allows you to change direction without having to stop all the time. Do I do that? We all do it. Hey. Rasselpfeffer. Have you ever seen such a thing? No, never. Must be an endemic species. And I know it wasn't here yesterday. I mean, 24 hours ago. You know what I'm saying. I wonder if it's edible. Only one way to find out. Yes, you're right. I'll pick up some berries and run some tests. First, we'll need to observe any cutaneous reactions. Then we'll cook them to eliminate bacteria. Mmm. It's peppery. You did not. Go ahead. Try it. I'm sure you'll love it. Oh, yeah. That is peppery. Lightweight. Off we go. Let's pick these. I'm not sure these will go great with the apple dews. But where there's a meal, there's a way. You know what doesn't go great with apple dews? Apple dews. Okay, Rasselpfeffer. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, damit kann man die Dinger bestimmt gut würzen. Dann hat man mal was anderes als Kandisbeeren. So. I'm all charged up. Me too. We can go when you're ready. Ja, ich will mich hier aber noch weiter umsehen. Hier ist zum Beispiel noch Rasselpfeffer. Und da hinten habe ich ja noch weitere Kandisbeeren gefunden. Hier. Make sure they don't get squished. Okay. Wir können hier den Dialog nochmal ansehen. Dann unser Status. Urampa, Schuss, Duschuss, Springen, Gleiten. Okay, und unsere Einstellung. Und das funktioniert für beide Seiten. Andere Sachen haben wir gerade hier anscheinend noch nicht zur Verfügung. Ich will mich aber natürlich nochmal umsehen. Weiß ja nie. Well, that was a bust. We were too slow. No biggie. Plenty of threads out there. Okay. Macht irgendwie Spaß. Okay. Ist da hinten irgendwo was? Okay, sehen tue ich hier nichts. Frag mich echt, wo wir hier sind. Also die Erde kann es nicht sein. Hier ist sogar Wasser.
This is so slow. We're not going anywhere. So? Okay. Wir kommen auch hier hoch. Sehr schön. Oh. Und hier geht's nicht weiter. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Air mit den ganzen Luftinseln. Fluginseln. Gut, aber dann gehen wir hier mal zum Schiff zurück. Oder gleiten zum Schiff zurück. We must look so goofy right now. So what? No one can see us. All good. This should last us a few days. Now it's our turn to fill up. Huh? I'm hungry. Okay. Jetzt können wir uns hier einmal so durch die Behausung hier durchbewegen. Okay, da können wir es verlassen. Das Schlafzimmer quasi. Sieht aus wie das Wohnzimmer. Ebenfalls ein Schlafzimmer. Eine Dusche. Hier können wir uns auch heilen. Okay. Tieren. Und Pflanzen. Okay. Gut, aber wir sollten ja kochen. Dann kochen wir mal. Ach, oh Gott, wir sollen auch noch selber kochen. Okay. Rostete Kandisbeeren. Jetzt essen. Done. Roasted apple dews with apple dews. I can't tell if you're actually excited about this or if you just enjoy seeing me suffer. How long do you think this is gonna last? The flow? What if we keep our consumption in check? I think a few days. No, I meant us. Us here. How long until they come get us? Ah, do we have to talk about this? We are going to need to at some point. We need to be prepared. We need a plan. I'm planning on finishing my plate without hearing about the apiary. Is that okay? Okay. Okay. And FYI, you are the one that ruined the mood, not me. Okay. You? All right. Let's talk about it. Fine. I was just gonna ask if you could switch off the light. Oh. You've been mulling it over this whole time? Of course I've been mulling it over this whole time. Thank you for adding one more thing to my mind. Hold on. Are you telling me you hadn't thought about it before? You know what? No, I hadn't thought about it. I'm trying not to think about the apiary. Enjoy what we have here. Even if it isn't much. Do you really think that they can come get us here? If we could take the flow bridge here, then so can they. But there's no way they can know where we are. Is there? I cut off the auto nav, the astrolock. Even the landing was all manual. I'm just saying, let's prepare for the worst. At worst, I kill them. Whoa, you. What? If that's what it takes not to go back, I'll do it. No problem. Kill them, steal their ship. By the time they send more guys,
We'll be far away. You're seriously not considering... Maybe not. Maybe I am. At worst, we'll know. You're scaring me. Oh, come on. You're totally safe. You're my teddy bear. I'm not sure how I should take this. Well, take me in your arms for a start. You aren't dressed yet? I put on my pajamas. I mean, to get out. Well, see, I was just wondering, do we have to get out? Can't we just hang in the nest for once? Lounge around, read a book, watch a movie? We don't have movies. Right, sure, but you know what I mean. You can stay if you want. You get some rest, and I'll gather provisions. I don't mind. But staying here alone sucks. So, you'll come with me? Or you could stay. And you go get food? What? No. Then who? All right. Never mind. I'll get dressed. Let's go. Okay. So hier können wir uns, wie gesagt, teilen. Jetzt mal, dass wir jetzt hier wieder raus sollen. Dann verlassen wir mal das Schiff. Do you remember where the apple dews were? Could we try and pick something else for a change? So, ich würde aber sagen, ich beende hier erstmal den ersten Part und würde sagen, wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder und mal gucken, ob wir vielleicht doch noch was anderes finden, außer diesen komischen Pfeffer und die Kandisbeeren. Und ja, ich hoffe, euch hat der erste Part Heaven gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren und die Glocke betätigen. Und wenn ihr anderweitig mit auf dem Discord-Server wollt und euch eine wunderbare Community anschließen wollt oder einfach nur Fragen habt, dann sind die Links zu Steam, Twitch, gut, Twitch bin ich noch nicht so aktiv, aber trotzdem Discord und so weiter, alles in der Videobeschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!